Naja, wir sehen einfach eines jetzt. Es läuft jetzt auf ein eventuell historisches Datum zu, und das ist der 22. August des Jahres 2023 in wenigen Tagen. Und dort soll bekannt gegeben werden, wie die neue BRICS Berechnungswährung, Handelswährung. Das ist also nicht das Geld. Durch die BRICS-Währung kommt also kein neues Geld im Umlauf, sondern eine neue Verrechnungseinheit. Man kann das vergleichen mit den Sonderziehungsrechten des IWF. Insider wissen, was ich damit meine. Und wenn dem so entsprechend das umgesetzt wird, dann bedeutet das, dass die USA innerhalb von einem Jahr ihre gesamten Goldreserven verlieren würden. Theoretisch. Das kann nur ausgeglichen werden, indem sie das Gold kaufen. Das würde natürlich einen gigantischen Nachfrageschub auslösen und die Goldpreise extrem steigern lassen. Markus Krall hat dazu zum Beispiel sehr, sehr gute Analysen gegeben in diesem Bereich. Der ist ja wirklich ein hervorragender Experte, was diese Geldmengenpolitik auch anbelangt. Und wenn dem so käme, dann bedeutet das natürlich ein relativ finales, eine finale Szenario für die US-Währung und damit alle anderen Währungen, die als Derivate dranhängen. Denn die US-Währung ist ja nun die Leitwährung. Also es könnte sein, dass da ein historisches Dokument nun eingesetzt wird am 22. August und das in den Geschichtsbüchern immer wieder zitiert werden wird in den zukünftigen Jahrzehnten. Diese Meldung, die ich euch gerade vorgelesen habe, ist nicht aus dem Mainstream. Da habe ich das nicht gefunden mit den 67 Einladungen, sondern die kommt von der Rio Times Online, also eine brasilianische Zeitung. Und hier wird beschrieben, dass die neutrale Position Russlands hier besondere Anerkennung findet durch die historischen Verbindungen, denn wie es hier heißt, Russland habe im 20. Jahrhundert antikoloniale und Befreiungsbewegungen unterstützt und das Apartheid-Regime bekämpft, was ja bei den westlichen Ländern anders gewesen ist. Und damit sind wir auch in Afrika. Der Putsch im Niger, der sorgt für Unruhe im Westen. Victoria Nuland ist aus den USA dorthin gereist, hat aber offenbar nicht viel erreicht. Und dann sind Verhandler von UN und ECOWAS, also dem Zusammenschluss der westafrikanischen Staaten, da angereist. Die sind gar nicht ins Land gelassen worden. Das meldet NTV. Also da heißt es, die Delegation, eine Art Verhandlungsmission der Vereinten Nationen, des Staatenbunds ECOWAS und der Afrikanischen Union. Dieser Gruppe wurde die Einreise verweigert. Sie sollte am Dienstag, also gestern, in der nigerischen Hauptstadt Niamey Gespräche mit den neuen Machthabern führen. Das hat auch das französische Magazin Jeune Afrique berichtet. Die Vermittler wollten demnach auch ein Treffen mit dem Präsidenten Bazoum, der ja jetzt festgesetzt ist vom Militär. Und dem Bericht zufolge hat die Militärjunta das Ganze abgewiesen und in einer verbalen Note am Montag verwiesen auf wörtlich den aktuellen Kontext von Wut und Aufruhr der Bevölkerung infolge der von der ECOWAS verhängten Sanktionen, was es nicht erlaubt, die genannte Delegation in Ruhe zu empfangen. Naja, Victoria Nuland hat den Ruf der Kriegstreiberin und auch der Diffamierung. Ich denke an ihren berühmten Spruch Fuck the EU. Und das bezog sich darauf, als 2014 mit entsprechenden Maßnahmen der USA gegen die Ukraine, gegen eine demokratisch gewählte Regierung ein Putsch inszeniert wurde. Aber aus US-Sicht war das jetzt ein guter Putsch 2014, als man, wie hieß er, Janukowitsch oder Janukowitsch, glaube ich, hieß der damalige Präsident in der Ukraine, der dann ja nach Russland geflüchtet ist, der wurde durch diese Schiene mehr oder weniger rausgejagt. Und jetzt ist sie plötzlich da in Niger, weil das ist eine schlechte Revolution. Und da muss man jetzt natürlich massiv gegen angehen, weil das geht natürlich nicht. Und diese Doppelmoral, das erkennen immer mehr. Und aus diesem Grunde hat sie natürlich auch als stellvertretende Außenministerin jetzt die Frau Nuland komplett verloren. Und ich denke, man nimmt sie nicht mehr ernst. Also Frau Nuland hat schon einen Termin bekommen. Wir dürfen das hier nicht verwechseln. Die Vertreter der UN durften nicht rein und die ECOWAS-Vertreter, die durften da nicht hin. Aber Frau Nuland ist überraschend dorthin gereist
Und sie hat Wege angeboten zur Wiederherstellung der demokratischen Ordnung. Aber wie es hier in der Meldung heißt, die stammt von der Weltwoche. Die Vertreter haben daran kein Interesse gezeigt. Und Frau Newlands Kommentar war dann, die Gespräche waren sehr offen, zuweilen recht schwierig, weil wir auf eine Verhandlungslösung drängen. Es war nicht einfach, hier etwas zu erreichen. Sie haben eine ziemlich feste Vorstellung davon, wie Sie vorgehen wollen. Und das ist mit der nigrischen Verfassung nicht vereinbar. Sie sagte, ich will es ganz offen sagen, es war heute sehr schwierig. Der Gesprächstermin mit Barmu, der da jetzt das Sagen hat, und ihr und einigen seines Teams, hat ungefähr 2 Stunden gedauert und ihre Bitte, dass sie den gestürzten Präsidenten Bazoum oder den Junta-Führer Tijani treffen dürfe, das alles wurde eben nicht erfüllt. Und wenn man sich vorstellt, Andreas, der eingeschlossene Niger, der ist mehr als doppelt so groß wie Frankreich. Viele Flugrouten über Afrika führen normalerweise darüber hinweg. Und in den Fokus geraten ist der Niger natürlich wegen der Ressourcen, Uran, Gold und so weiter, wo bis jetzt die westlichen Länder, vorzugsweise Frankreich, die Finger hatte. Ja, und das nennt man ganz normal Putsch oder Revolution oder wie auch immer. Und dieser Herr Bazoum ist in keiner anderen Situation als 2014 es Herr Poroschenko in der Ukraine war. Bloß der war eben halt den USA gerecht und deshalb haben sie auch gerne mitgewirkt dort an diesem Putsch. Das ist auch mittlerweile bekannt und nicht eine Verschwörungstheorie. Während Sie hier an dieser Seite, wo sich das Volk jetzt das Land zurückholt, diese Regierung natürlich als kriminell ansieht und wollen sie natürlich wieder weghaben. Diese Doppelmoral ist so erkennbar und das macht das Ganze auch immer leichter zu argumentieren, auch für diejenigen, die sich politisch nicht interessieren. Es bietet sich an, sich abends immer wieder die Tagesschau anzusehen, um sie abzugleichen auch mit unserem Podcast. Wir empfehlen also die Konkurrenztagesschau, ist ganz wichtig, damit ihr zu eurer eigenen Meinung kommt. Ich finde es so lustig, dass du hier sozusagen die Tagesschau als Konkurrenz bezeichnest, beziehungsweise uns umgekehrt. Da haben wir ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das wir uns hier liefern. Gut, du hast recht, die Tagesschau ist keine Konkurrenz, aber ein temporärer Marktbegleiter. Und da möchten wir ihn natürlich schon zumindest so weit ernst nehmen, solange sie noch da sind. Also da sind wir ja.